Sony Computer Entertainment presents Quantic Dream. Beyond Two Souls. Hallöchen Leute, ich begrüße euch natürlich zu einem wunderschönen neuen Projekt zu Beyond Two Souls. Wie versprochen, Okawa, bringe ich das Projekt eine Woche drauf. Mein neues Audio-Interface ist auch am Start und es ist einfach nur der Oberburner. Natürlich nehme ich hier auch mit dem neuen Mikrofon auf, mit dem Electro Voice RA302. Kurze Infos natürlich zu diesem Spiel. Dieses Spiel erschien am 11. Oktober 2013 für die PlayStation und 3 hier in Europa. Natürlich spielen wir hier die Remastered-Version in 60 FPS. Ich freue mich schon richtig drauf, da wurden ja einige Verbesserungen eingefügt, was dieses Spiel angeht in dem Moment. Man hat ja zum Beispiel, man kann richtige Chronologie und etc. spielen. Wir werden es uns auch genauer anschauen, aber ich glaube, ich spiele ja die originale PlayStation 3 Version, dass wir es schon richtig von der Reihenfolge haben, so wie es sein soll. Und mit einer epischen Musik starten wir auch dieses Let's Play, wie ihr hört. Sowas Geniales, diese Stimmung, das ist ja einfach abartig genial. Dieses Spiel ist so in der Art wie Until Dawn oder eher gesagt, Until Dawn hat damit sozusagen ein bisschen abgekupfert. Dieses Spiel ist eher wie so ein Film, kann man sich vorstellen. Also ich habe es selber noch nie gespielt. Ich werde auch natürlich die Untertitel anmachen. So, machen wir mal weiter. Original, neu gemischt, Jodys Geschichte in chronologischer Reihenfolge, nein, wir spielen natürlich das originale Jodys Geschichte in der Reihenfolge des originalen Designs, so werden wir es auch spielen. So, ein Solo, ein Duo, nein, ein Solo-Spiel wird es natürlich auch. Ja, das ist ja wunderbar, dass du das erkennst. Wenn Sie mit einem Gerät spielen möchten, stellen Sie bitte eine Verbindung über die Beyond Touch-Anwendung her. Ich spiele oft Videospiele. Ich spiele selten oder nie Videospiele. Ja, ich spiele oft Videospiele. Dieses Spiel speichert natürlich, das ist ja alles klar, das ist mir schon bewusst und alles. Aber ich bin wirklich gespannt auf dieses geniale Spiel. Man hat versucht, ja, seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Hokus Pokus Fitilibus. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß.
Sie kommen. Moment, was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Jody, was hast du getan? Das Experiment. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Okay. Drücken wir mal hoch. So. Dann sind wir ja schon jetzt am Start von dem Game. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. So gut, was soll man von Beyond Two Souls noch wissen? Man versucht natürlich mit der PlayStation 3 damals noch das letzte Kitzel, so wie mit The Last of Us, rauszuholen, was dieses Game angeht. Ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel sein soll, generell, weil zwei echte, richtig geniale Schauspieler mitgespielt haben. Zum Beispiel William Dafoe, den er richtig gut charakterisieren konnte und er hat so richtig schöne Mimik und Gesten sich eingebaut haben. Das sah echt nicht schlecht aus. Und natürlich Ellen Page, wo wir selber spielen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das Game sein wird. So, wir laufen auch rum. Es ist auch ein bisschen Cinematic gemacht, dieses Spiel, so wie es aussieht. Ich werde es auf jeden Fall für euch versuchen, in Vollbildmodus darzustellen. Weil die schwarzen Balken oben unten, das ist schon ein bisschen nervig. So, dann schauen wir gedrückt halten. Was hat sie denn hier gezeichnet? Ein Geist. Mädchen. Was halt kleine Kinder eigentlich malen, wenn man sich so überlegt. Ja, gleich. Ich will Fernsehen gucken. Es läuft ein süßer Cartoon. Komm. Aber ein Cartoon, den ich überhaupt nicht kenne. Sagt mir überhaupt nichts. Nö, null, nada, niente. Gut, dann gehen wir doch mit dem lieben Doktor mit. Alle ab. Oh, warte. Das Puppenhaus hat doch bestimmt auch was zum Anzeigen, oder? Nee, irgendwie doch nicht. Alles klar, dann tun wir das natürlich gleich ganz vergessen. So, dann gehen wir mal okay, durch. Okay, Nathan wartet auf uns. Wer ist Nathan?
hier. Oh mein Gott, wir werden von vorne bis hinten beobachtet. Das ist ja echt traurig. Solange nicht das Bett noch dabei ist, ist es ja noch in Ordnung. Komm schon, aber, Jody. Ja, ich komme doch. Ein Moment, lass mich mal hier ein bisschen mal durchgucken, was es hier eigentlich alles so gibt. Aber, nee, Planning. Ja, so wie wir sind ein Forschungsinstitut, das ist mir auch ein Forschungsprojekt, die kleine Jody. Kann man mit ihr reden? Nein, kann man nicht. Kann man hier die Tür aufmachen? Ja, kann man. Ah, verdammt! Ich hab nicht. Hi Cole! So hey Al! Ja, und die Kleine tut ihr nicht begrüßen, ihr kleine Mistkerle. Drecksäcke. Natürlich, dass sie so Hallo, verrückt Süße. Ist. Du siehst hübsch aus heute. Das ist doch mal ein nettes Kompliment. Wochenende soll's regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Wir sind da. Okay, umsehen. Alles klar mit dem rechten Analogstick. Gut. Gut, dann gehen wir doch mal rein. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Also reden wir gleich mit William Defoe, aller Hopp. Dann setzen wir uns gleich hin. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Ja. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jody, kannst du mich hören? Ja, machen wir mal ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Weiß nicht. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Okay. Alles klar, umhersehen. So. Können wir uns da rausbewegen? Ja, wir können uns komplett rausbewegen. Ist ja echt krass. Ist ja echt krass. So, was hat die für eine Karte? Ein Stern. Alles klar. Also machen wir mal den Sternli. Ist ja echt heftig. Nächste Karte. So, bewegen wir uns wieder raus und direkt zu der darüber. Das ist ja echt heftig. Das schickt mich brutal. So richtig den Geist verlassen. Das ist ein Viereck. Nächste Karte. Eigentlich wäre es ja lustig, wenn ich jetzt eine andere Karte nehmen würde, rein theoretisch. Aber es ist echt interessant, muss ich sagen. Das ist das zum Beispiel Beyond Two Souls, glaube ich, die Bedeutung in dem Moment. Okay, eine Spaghetti oder Wellen sollen das sein, alles klar. So. Aber es ist schon interessant. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Okay, versuchen wir es halt mal. Ja? Okay. Boah, wackelt es wie verrückt! Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Das Lustige wäre, wenn ich die Person mache. Ah, jo. Ist ja heftig. Wir schauen dies. Oh. Hallo, ich habe einen Orgasmus bekommen. Oh, machen wir mal das Gläschen. Oh.
So. Die Handtasche weg. Und was machen wir jetzt? Was machen wir mit dir? Das war's. Es tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei. Sie ist verschlossen. Sie ist Nein, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Lass ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jodie. Yes. Oh, jetzt. Du musst jetzt aufhören. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Jodie, da stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Wir müssen sie da raus. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich meine die Kleine. Jodie, ist vorbei, Jodie. Oh, sie blutet. Von der Nase. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Echt heftig. Jemand anders, du hast eine Trophäe erhalten. Ah, nicht gespielter Weg. Okay, 38%. Karus angereicht und Caitlin in Ruhe gelassen. Das habe ich ja gemacht. Und ihr Weg. Mhm. Interessant, interessant. Leute, das war die erste Episode von Beyond Two Souls. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder bei der zweiten Episode. Ansonsten einen schönen Abend noch und tschüssi. Kowski.